Hallo und herzlich willkommen bei kaputt.de. Wir zeigen euch, wie ihr einfach den Akku austauscht. In der Videobeschreibung findet ihr die dafür notwendigen Ersatzteile und Werkzeuge, welche ich ebenfalls verwende. Also nehmt das Werkzeug in die Hand und lasst uns anfangen. Wir entfernen die zwei Schrauben und führen ein flaches Werkzeug zwischen Rahmen und Display. Mit Hilfe eines Saugnapfes heben wir es hoch. Eine Schraube wird gelöst und anschließend entfernen wir die Flexabdeckung für die Displayverbindung. Nun entfernen wir die Flexabdeckung für die Kameraverbindung, indem wir zunächst eine Schraube lösen. Die Akkuverbindung wird getrennt. Anschließend entfernen wir die Frontkamera. Vorher trennen wir die Flexverbindungen. Vier Schrauben werden zunächst gelöst, danach folgt die Antennenverbindung. Weitere Flexverbindungen, die mit der Platine verbunden sind, werden getrennt. Anschließend lösen wir eine fünfte Schraube. Die Platine kann nun entfernt werden. Um den Lautsprecher einfacher zu entfernen, erhitzen wir diesen zunächst mit einem gewöhnlichen Haarföhn, um die Klebestelle einzuweichen. Nun entfernen wir vorsichtig, feinfühlig erst die Flexverbindung und anschließend die komplette Lautsprechereinheit. Wir ziehen jetzt die zwei Klebersticker, die den Akku verkleben, vorsichtig mit Fingerspitzengefühl raus. Jetzt ist es uns möglich, den Akku einfach zu entfernen. Wir verkleben den Akku mit doppelseitigem Klebeband. Nun können wir das Display nehmen und alle zuvor entnommenen Ersatzteile auf das neue Display montieren. Die Lautsprechereinheit wird eingesetzt. Setzen wir die Platine wieder an ihren Platz. Beachtet hierbei, dass die Platine kein Flexband eindrückt. Fünf Schrauben werden für die Platine zugeschraubt und die GSM-Antenne sowie weitere Flexkabel, die zur Platine gehören, verbunden. Die vier Schrauben für die Kopfhörerbuchse werden eingesetzt und zugeschraubt. Wir nehmen nun die Frontkamera und fügen es an ihren Platz. Anschließend verbinden wir die zwei Flexkabel. Die Kameraabdeckung wird nun montiert. Anschließend wird die Display-Flex-Verbindungsabdeckung angebracht und zugeschraubt. Wir nehmen nun das Backcover, setzen es ein und drücken es fest. Wir setzen die zwei Schrauben ein und beenden somit die Reparatur.
So Leute, nun haben wir eigenständig eine Akkureparatur durchgeführt. Falls euch unsere Videoanleitung gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo unseres kaputt.de Kanals freuen. Wenn ihr unsicher seid, ob ihr diese Anleitung eigenständig durchführen könnt, habt ihr die Möglichkeit auf kaputt.de einen freundlichen Dienstleister in eurer Nähe zu finden, dem ihr diese Arbeit abgeben könnt. Ich wünsche euch einen unkaputtbaren Tag und freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dann!